Es geht wieder los mit der Pimmelbahn. Go Vacation auf der Switch! Oh, 5 ist dahin. So, die nächste Nummer, also Nummer 5, ist ein bisschen schwierig zu finden. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal hier im Seeresort, dass der hier rumsitzt, dass ich mich da tun kann. Da gibt es hier einen Spot, bei dem er manchmal rumsitzt. Und zwar hier oben. Upsala, stehen bleiben. Ich weiß auch nicht, ob er sich bewegt. Also er müsste einfach schauen, ob er ihn findet. Hier oben könnte er sein. Oder manchmal sitzt er auch auf diesem Geländer da rechts. Ich weiß nicht, ob da jetzt auch einer ist gerade. Aber da rechts ist jetzt auch manchmal einer oben. Schauen wir mal. So. Da sitzt diesmal aber keiner. Ja, also ihr müsst ein bisschen schauen. In dem Urwald ist er recht oft zu finden, recht gut zu finden. Einfach Tukan, da könnt ihr gut finden. Oder auch auf der Hütte, wo ihr euch umziehen könnt, im Villengelände, da ist er auch manchmal zu finden. Also es gibt hier bei diesen ganzen Tieren kein richtig und falsch. Also schon richtig und falsch, aber es gibt ja nicht einen Weg, wo man die Tiere finden kann, sondern es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich zeige euch nur, wie gesagt, einen. Und wenn ihr welche Fragen zu irgendwelchen Tieren habt, dass ihr irgendwas nicht findet, dann sagt Bescheid. Da kann ich auch vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. So, das war Tier Nummer 5, der Tukan. Und weiter geht's mit dem Ara. Wo ist denn der Ara, Alter? Wo ist denn der Ara? Das ist einfach auch hier hinten. Oh, Tukan. Hier bei dem Delfin hier oben ist, by the way, auch ein Tukan. Ah, ist doch hier auch. No Tukan. Ja, gut, ich finde Tukan überall. Wer hier kein Tukan findet, der weiß ich auch nicht. Ja, ist noch ein Tukan, also. Na, ich glaube, es würde ich gleich reinschneiden mit dem Tukan, weil es so viele Tukans gibt. Da oben ist der Quetzal. Noch ein Tukan. Noch so ein Viech. Da oben ist das Quetzalviech, aber das. Wo ist denn? Da oben hier. Aber wo ist denn der Ararara? Ich möchte jetzt nicht ins Wildgelände gehen. Muss doch hier auch sein. Es gibt nur Tukans, aber so viele. Ich wollte doch mal Cutters. Die sind hier jetzt gar nicht. Echt keine Aras? Papagei nehmen. Ich finde niemanden. Also keinen. Ararara. Ich schau nochmal da hinten beim der Brücke vielleicht. Ich fahre den langen Weg. Nein.
muss ich Ansage nochmal neu machen. Ja. Ich finde den niemanden. Vielleicht am Strand oder so. Schauen wir mal kurz, aber ich glaube mal nicht. Da einer rumsitzt, glaube ich, jetzt ein weniger. Aber den Bungalows. Ah. Okay, da war ich nochmal eine neue Begrüßung. Na, falsch. Zum ersten Video von den Tieren in GoVacation. Nach längerer Zeit bin ich wieder zurück mit GoVacation. Und ich möchte in diesem Part die ersten 10 Tiere zeigen und wie ihr sie bekommt. Und dazu kann ich euch noch sagen, dass es bei jedem Tier mehrere Wege gibt. Ich zeige euch aber, wie gesagt, nur einen und erzähle euch mögliche andere. Und wenn ich irgendwas vergessen habe, dann checkt die Beschreibung ab und die Kommentare, da werde ich wahrscheinlich noch einiges ergänzen. Okay, dann viel Spaß mit dem Video und die Timestamps sind auch in der Beschreibung. Okay, passt. Das ist 50, oder? Oder warte, 52, kann man 52 durch 2 teilen, 26, dann sind sich durch 2 ist 13. Nur 13 Tiere. Mal nochmal eine neue Ansage mit 13. Okay, passt. Resort wechseln. Ich möchte den Tukan da gebrauchen. So, wir sind jetzt hier im Binnengelände, auf Binnengelände, und da habe ich. So, wir sind hier auf dem Binnengelände und ich habe euch ja vorher gesagt, dass es da auch hier den Tukan gibt. Der ist hier. Den könnt ihr auch fotografieren hier. Und. Ja, nee, das tauche ich einfach so. Dann tauche ich das andere in die Tonne. Das tauche ich echt in die Tonne. Nummer 5 und 6 machen wir hier. Ja. Warte mal, haben wir noch irgendwas hier? Was hier? Cutter? Nee. Für die Nummer 7, die Japanmöwe, geht ihr zu Wegpunkt Nummer 4. Am besten mit dem Chatbot und dreht euch einfach einmal um. Na, das ist lieber so sein.
Ich trinke mal noch kurz weg. Ich verscheuche die mal alle. So. Für das siebte Tier, die Japanmöwe, geht ihr zu Wegpunkt Nummer 4 hier unten. Ne? Und das tut ihr am besten zu Fuß. Dann geht ihr nämlich hier hin und seht, die sind immer da. Die sind einfach weg. Das ist echt nochmal neu. Ich ist echt immer weg. Tatsächlich, ja. Pac-Man-Rede, was für mich. Ja, das war ein Port von Go Vacation für die Switch. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Drum sage ich jetzt Ciao!